Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Fizipis Megaprojekt. Wir haben den Server jetzt auf Ultimate geupgradet und ja. Hallo. Ja, ich wollte gerade sagen, der Johnny ist auch dabei. Bin immer dabei. Aber erstmal Intro. Und weiter geht's. Das mache ich meistens so. Dass ich davor noch das Intro mache. Oder dazwischen, wenn ich jetzt gequatscht habe und dann das Intro rein. Aber auch nur in der ersten Folge dann. Wollen Ne, wir wir so haben Scheiß den Insec? Gregtech rausgenommen, weil er viel zu teuer ist. Aber im Singleplayer, wer mein Singleplayer kennt, da ist da noch drin, bleibt auch drin. Eine Herausforderung muss ich schon haben. Ja. So, was machte meine Juju-Fabrik? 13, 20. Okay. Das muss ich noch effektiver machen. Ich muss auf jeden Fall, ich glaube, noch zwei Recycler anbauen. Aber erstmal muss meine Energieanlage hier besser laufen. Hast du einen Tintensack? Einen Sack habe ich, aber Tintensack, also nicht. Hast du nicht? Nee, Schade. ich glaube, ich habe keinen Tintensack. Da muss ich jetzt fahren. Wo ich gehe. Lass es mal pennen gehen, eine Runde. Es ist schon wieder dunkel. Aber sage ich ja, ohne Probleme ging das. Ja. Ups. Ups, da sieht man ja noch, was ich gerade gemacht habe. Liegst du? Ja, ich bin 120 Meter entfernt noch. Da will mich doch jemand verarschen. Na, ich noch 2 Sekunden, da bin ich da. Eins und die. Ey, geh ins Bett, jetzt bin ich drin. Und left einfach das Game. Ja. So, ist wieder Tag. So, jetzt ist meine Konsole rein. Ja, das habe ich aber nur gemacht, weil mein Solarhelm weg war, dadurch, dass die High Voltage nicht mehr gibt. Oder High Solar, ja, High Solar Voltage. Und das ist erlaubt. Also, Schnauze. Genau. Alex würde ich das auch noch erzählen. Alex wird auch nichts dagegen haben. Das weiß ich jetzt schon. Weil so ist das von mir eigentlich nur verschwunden gewesen, deswegen. Okay. Aha, wir haben jemand Neues. Den hatten wir vorhin mit in der Aufnahme, aber den haben wir vergrault. Die haben ihn mal nicht gemutet im TS, weil er irgendeine Scheiße gelabert hat die ganze Zeit. Okay. Ausdrücke und so und war ein bisschen beleidigt. Aber die Ultimate haben mehr drin, ne? Mehr Mods oder was? Nein, hier. Mehr Energie, die Ultimate Hybrid Solar Panels. Ja. Was sind das eigentlich da unten für Dinger, die man da reintun kann? Ja, da sind doch so eine Fächer noch drin, 4 Stück. Was für Fächer? Im Solarpanel. Das weiß ich nicht, vielleicht Upgrades oder sowas. Achso, ich dachte, das weißt du. Nein, ich Du weiß auch nicht bist alles. aber auch schlecht. Wieder wie nett wie immer zu ihm. Hilfe mal, Dings zu finden, Mann. Inksack. Tintensack. Boah, bist du ein Tintensack? Nee, du bist ein Tittensack. Wenigstens habe ich einen. Du bist ein Tittensack. So. Das Geile ist, Alex hat ja hier bei sich Sandding gemacht, um Zuckerrohr zu pflanzen. Aber du kannst das ja seit neuestem auch auf Erde pflanzen. Kannst auf allen pflanzen. Ja. War quasi, glaube ich. Auf Gravel glaube ich nicht. Aber vorher ging das ja nur auf Sand zu Anfang. Hey, ihr Säcke, wo seid ihr? Okay, da Ich? ist Lava.
Ich bin ja mal gespannt, wann wir so ein VSP-Raum finden. Ja, ich laufe gerade schon und die ganze Zeit in eine Richtung gucken. Hier ist ein Portal. Weil ich ins Nether, oder? Nein. Ach, da bin ich bei Alex gelandet. Bei seinen Schafen. Auch geil. Boah, ey. Hier, ich hab. Mein Singleplayer hatte ich ja eine Portagon gefunden, ne? Mhm. Und zwar oben in so ein Forest-Biom. In diesen Ruinen drin. Ja. Ja. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, in normal ohne den Ruins-Mod sind sie auch drin, ne? Diese Obsidian-Ruinen. Achso, diese Teile, die kommen, glaube ich, mit Soundcraft. Achso. Ne, ich. Die hatte ich auch. In Light haben die ja auch gefunden im Megaprojekt. Ja, genau. Hey, ihr hässlichen Säcke. Ihr stirbt jetzt mit meinem Nano-Sword. Hast du einen Nano-Saber oder was? Ja, weißt du, wie einfach das ist? Hast du mal geguckt? So, ich bin jetzt schon ungefähr 1000 Blöcke entfernt. Wie viel brauchst du? Ach so, einen erstmal nur. Ich hab 7. Ja, ich bin jetzt aber, ich bin gerade am Erkunden. Hm. Naja. Ja, schon in so einer komischen Wüste. Sonst porte dich doch mit der Konsole, also mich zu dir. Sollen wir zusammen erkunden oder was? Ja, können wir machen. Aber warte mal ganz kurz, bevor du das machst. Boah, ich. Du weißt ja, zusammen bringt das mehr Spaß. Ja, ja klar. Hast du ja gemerkt das letzte Mal. Aber warte nochmal kurz. Hier bin ich in der Wüste. Sag mal deine Koordinaten. Guck auf die Map. Minus 863, minus 153. Ich sehe dich auch schon. Du bist 120 Meter entfernt. Ich sehe dich schon. Ja, hier bin ich. Ich sehe dich noch nicht. Doch, du siehst mich nur. Und hier. Hier bin ich. Ach, da. Ich habe auch falsche Richtung geguckt. Dann brauchst du doch keinen teleportieren. Ja. Ich nehme hier gleich Zuckerrohr mit. Ja. Ja, Zuckerrohr habe ich jetzt schon genug bei mir. Ich habe ja. Das werde ich auch später automatisieren mit einer Farm. Ja, ich auch. Gibt's ja extra so eine Farm. Warte doch mal. Da gibt's da so eine Sugarcane Farm. Ja. Da. Danke. Bitte. Da sind wir weiter. Stück. Na, Bienen werde ich auf jeden Fall auch was machen mit später. Was ist das hier eigentlich? Ich glaube, es hat irgendeiner hingebaut. Hm. Ist wahrscheinlich einer versteckt oder so. Für die Nacht. Kann sein, ja. Oh Mann. Bienen muss ich mir später auch noch besorgen. Oh, mein Jetpack ist fast leer. Komm mal her. Zieh dir mal kurz an. Ah, okay. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ah, da kommt gerade wieder. Ah, danke. Ich bin Bescheid. Ah, da hat einer den Weg zu uns gefunden. Abend. Hey, wir haben jetzt Ultimate drauf und sind ja schon im Aufnehmen. Okay. So. Danke. Bitte. Was denn hier? Ach, da das kommt, kommt Wasser. Baut nie jetzt? Nee, wie gesagt, wir sind gerade am Erkunden. Genau. Warum? Sollen wir ein Boot bauen? Ich habe noch ein bisschen Holz dabei. Ja, wenn wir eine Quantum-Rüstung hätten, dann könnten wir einfach so übers Wasser schwimmen, aber richtig schnell. Ja, genau. Das wäre geil. So, Crafting Table. So, ein Boot, zwei Boote. Ich hab so einen Müll bei mir. Ich geh los, aber mit dem Müll. Ich aber auch. Aber ich hab ja meine Bags dabei, also. Ich. Eine Bootfahrt, die ist lustig. Eine Bootfahrt, die ist schön. Tschüss. Ich fahr nicht los. Hey, 1.4.7, oder? Ja. Yep. Genau, Ultimate. Und du musst den Gregtrack Mod rausnehmen. Nee, braucht er nicht. Echt nicht? Nein, ich hab den auch nicht rausgenommen. Ich schon.
Obwohl, kann sein, dass du bei mir wieder rausgegangen, reingegangen bist, weil ich geupdatet habe. Nee, weil du brauchst den nicht rausnehmen. Du brauchst einfach nur reingehen. Ich habe den auch drin gelassen bei mir. Da unten ist Lava. Ach nee, ich kann durch hier. Nee, weil das ist nämlich so. Wenn du nämlich auf den Server schauen willst und GregTech drauf ist, dann brauchst du den drin. Okay. Aber wenn du den nicht drauf hast auf dem Server und trotzdem bei dir drin, ist das egal. Also wie gesagt, so teuer sind die Sachen jetzt nämlich nicht, da wir den rausgenommen haben. Ich weiß gar nicht, wie. Ich guck mal, wie viel die Quarry kostet. Aber obwohl die... Quarry kostet genauso viel, also die kostet auch 1, 2, 3, 5 Diamanten jetzt. Aber obwohl die Solarpanels kosten trotzdem Silicon Plates. Ja, ich glaube, das kannst du gar nicht rausnehmen. So geht mein Ultimate nicht. Wieso? Ja, ich habe gerade hier so auf Launch geklickt und irgendwie funktioniert es immer noch nicht. Hast du geupdatet? Du musst updaten, du musst die neue Version reintun. Wie? Es gab ein Update für Ultimate. Und du musst halt. Und Ultimate dauert halt lange, bis es hochgefahren ist, ne? Ach ja. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Also GregTech ist auf jeden Fall noch drauf. Auf jeden Fall die Recipes. Ich glaube, das musst du nämlich auch selber rausnehmen. Also zeigt dir die Recipes an. Ja. Ist jetzt erstmal egal, so weiter, Kunden? Warte mal ganz kurz. Ich muss was gucken. Okay. Kann das sein, dass ich die aus der Config auch rausnehmen muss? Wegtech? Ja. Ich weiß es halt nicht, wie das geht. Normalerweise müsste in der Config stehen, du kannst das ja auch ändern. Okay. Muss mal ganz kurz was machen. Mhm. Guck grad mal kurz, wenn ich GregTech bei mir selber rausnehme, ob das immer noch anzeigt. Na, GregTech hat's nicht mal wieder reingetan. Kann tatsächlich an der Conf liegen, dass das noch drauf ist? Nein, du musst das bei dir selbst deaktivieren. Weil sonst zeigt, sonst lädt er das GregTech Addon mit. Oder die GregTech Mod. Was hat er denn bei dir Solarpanels für? Ja, ich join grad nochmal neu. Ich habe jetzt GregTech bei mir lokal rausgenommen. Guck, was der jetzt sagt. So, ich habe jetzt GregTech draußen und kann joinen. Ich habe kein Boot mehr. Oh, scheiße. Doch, da liegt mir's. So. Gucken wir mal. So. Quarry. Na, die... Wohl, ist das billiger geworden. Ja, du musst GregTech lokal rausnehmen. Geh mal auf Solarpanel, bitte. Ja, welches? Das normale. Solarpanel. Ja, was ist da? Ja, was zeigt ihr denn für ein Rezept an? Coal Dust, Glas, Generator und Electric Circus. Jo Leute, dann würde ich sagen, ich mache hier ganz kurz Cut und bis gleich. Ciao, ciao. Jo Leute, und da sind wir auch wieder. Mega Projekt. Ja, das. Hallo. Ja, mit Johnny dabei. Dark ist auch dabei, also noch im TS. Der gerade nicht wirklich zuhört. Ja, Rezepte sind jetzt normal. Weil ich hatte den GregTech bei mir noch normal drin, das war das Problem.
Obwohl die anderen sind ja auch schon recht teuer, ne? Kohlschank. Okay, Obsidian, Kompresskohl. Ja, also für in diesen Industrial Diamond brauchst du das, ja. Mhm. Kohlschank. Ach ja, daraus ja, kannst du dir ja dann Diamant machen, ne? Oder Kompresskohlball. Ja. Kannst auch Teleporter mitbauen und sowas. Na gut, wollen wir weiterfahren? Jo, kann man. Tocka, tocka, tocka. Ich hab